Begleite uns auf dem Skytrail durch die wunderschöne und raue Natur des schottischen Hochlands, der Isle of Skye. Oh nein. Der Regen ist jetzt leider doch stärker geworden. Und überall ist es matschig. Liegen hier? Ja. Stefan hat heute keine Erbarmen mit uns. Die Bergkette neben uns ist richtig beeindruckend. Der Boden ist komplett vollgesaugt. Schauen wir mal, was es heute bei uns zum Frühstück gibt. Zimtschnecken-Granola. Wir geben euch mal eine Nase. Es riecht wunderbar. Ah. Julia ist leider jetzt schon abhängig. Ja. So sieht der Zimtschnecken-Granola aus. Mit Hafermilchpulver. Mm. Super lecker. 5 von 5. Im Moment nur zu hören, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen des Meeres. Und das Schlürfen unserer Kaffeetassen. Ah. Woran erkennt man einen Kaffee-Junkie? Dass er immer noch eine Kaffeetasse in der Hand hat. Elixier des Lebens. Kaffee? Nein, leider nicht. Wenn ihr wisst, wo es geheime Kaffeebäche in Schottland auf der Isle of Skye gibt, schreibt es in die Kommentare. Heute haben wir, was man mit Schottland verbindet, ein bisschen bedeckteres Wetter und raue Winde. Leider haben wir den ersten Regenguss. Es hat jetzt gerade angefangen zu nieseln. Wir überlegen gerade, ob wir die Regenkleidung anziehen oder ob wir einfach so weiterlaufen, weil es gleich wieder aufhört. Mal ein paar Impressionen unserer Strecke gerade. Alles sehr, sehr karg. Und wir laufen gerade an so einer, ja, Landstraße entlang. Jetzt haben wir ein schönes Stück erreicht, wo man quasi fast nur den kleinen Weg so einen ausgetrampelten sieht. Ein bisschen natürlicher. Und hinter uns liegt jetzt, man sieht noch einzelne Häuschen, egal. Kommt eine meiner Spezialitäten. Okay. Und spektakulärer als gedacht. Das heißt, wir müssen nachhelfen. Oh nein. Oh, das war sehr tief. Das war tiefer, als es aussah. Der Regen ist jetzt leider doch stärker geworden. Da haben wir jetzt die Regenkleidung rausgeholt. Wir sind jetzt hier direkt am Meer. Man riecht es auch. Gute Laune noch da? Ja, gute Laune noch da. Ich meine, wir haben damit gerechnet, dass Schottland nass ist. Ja, wäre natürlich cool, wenn jetzt der Regen bald ein bisschen beendet ist, wieder eine Pause haben. Und ja, aber frohen Mutes weiter. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bisher noch alles okay. Also in der Stärke ist der Regen gut aushaltbar.
Hier geht's an lauter kleinen Bäumen vorbei, die alle auf dem Weg gewachsen sind. Mit einem großen Rucksack tut man sich schwer, hier durchzukommen. Kopf anziehen. Dafür schaut euch mal den Ausblick an. Der Himmel hat zugezogen. Ist im Moment keine Sonnenstrahl zu sehen. Und hier darf man nicht ausrutschen. Ja. Denn dann ist man direkt unten. Es geht tief nach unten. So stellt ihr euch doch Schottland vor, oder? Keine Bäume weit und breit. Es regnet. Der Wind zieht von der Küste. Und überall ist es matschig. Aber lieben wir. Wir haben eine Schutzhütte gefunden. Es gibt ein trockenes Mittagessen und ganz einfach Doppelkekse. Hier ist übrigens Full House. Ja. Sind noch mehr dem Regen geflüchtet. Das war die Hütte für unsere Mittagspause. Fühlst du dich gestärkt? Ja. Sehe, du wackelst auch wieder rum. Nach einer halben Packung Lemon Cheesecake Doppelkekse kann man nur so. Regen überall in die Ritze. Ja. Das Wetter hat heute kein Erbarmen mit uns. Es regnet, es windet. Und das seit mehreren Stunden. Bis jetzt hält die Regenkleidung, würde ich mal sagen, größtenteils. Der Regen ist gerade stärker geworden. Ich glaube, wir müssen noch mal die Linse putzen. Immer mehr Wege sind komplett überflutet. Geht eigentlich jetzt nur noch immer seitwärts dran vorbei. Wie motivierst du dich? Ich denke an unser schönes warmes Abendessen. Der Regen hält immer noch an, aber die Bergkette neben uns ist richtig beeindruckend. Ende von Etappe 3. Wir schauen jetzt noch mal schnell, wo wir unser Zelt aufstellen können. Ist hier neben der Straße nicht so toll. Da der Regen nicht nachgelassen hat, sind wir hier auf dem Spielplatz in so einem kleinen Spielhaus, um trocken den Reiseführer inspizieren zu können. Wir laufen wieder auf der Suche nach einem Zeltplatz für die Nacht. Aber der Boden ist komplett vollgesaugt. Wir haben einen Zeltplatz für die Nacht gefunden. Erleichterung! In so einer alten Ruine. Man sieht noch den Grundriss. Wir sind jetzt im Zelt. Ja. Und total abgesoffen. Ja, es ist so heftig vom Regen. Und es ist leider alles durch. Ja. Schuhe sind durch, bei dir Kampf. Durch die Regenhose, durch die Regenjacke. Ich bin quasi vom Kopf bis Fuß auf die Haut nass. Auch die Klamotten im Rucksack sind nass. Es hat gerade bei mir so ein kleines mentales Tief mit ein, zwei Tränchen gegeben, weil es wirklich so heftig ist. Eine Grenzerfahrung. Ja. Ja. Aber wir werden uns jetzt den Abend versüßen hier im Zelt. Ganz romantisch. Mit kalter Küche. Ja. Nein, wir gehen nicht mehr raus. Zum Hauptgang gibt es Brotchips mit Bruschetta-Aufstrich. Zum Nachtisch gibt es Apfelstrudel aus der Dose.
Wie schmecken dir die Brotchips? Knapper, vor allem mit dem Aufschnitt. Ich finde es auch echt gut. Also es ist Geschmacksrichtung Salz, Pfeffer und die Kombi mit dem Pfeffer ist richtig gut. 5 von 5 bei dir? 4 für den Aufstrich, 2 für die Brotchips. Ja, macht in Summe 3. Okay. Hier hat jemand keinen Geschmack. Der Apfelstrudel sieht nicht appetitlich aus. Und er riecht zwar ein bisschen nach Apfel, aber geht so richtig toll auch nicht. Freust du dich auf den Apfelstrudel? Natürlich. Dann der erste Bissen für dich. Danke. Aber ich glaube, der hat 7,90 Euro oder sowas gekostet. Ach so, ja. Müssen noch vorlesen. Ein Tag ohne Strudel ist wie ein Himmel ohne Sterne. Das soll Kaiser Franz Josef erst gesagt haben. Schon damals muss der Apfelstrudel am kaiserlichen Hof ein Gedicht gewesen und bereits 1629 taucht das Wort Strudel zum ersten Mal handgeschrieben in einem Kochbuch, auf das sich heute in der Wiener Staatsbibliothek befindet. Das, und ich denke, nach dem Rezept haben wir heute einen Apfelstrudel. Also ich bin ja mal gespannt. Das sieht sehr merkwürdig aus. Das ist ein bisschen so Hundefutter-Style, wenn man so aus der Dose isst. So was Undefinierbares. Naja. Also es erinnert schon an Apfelstrudel. Aber ob das jetzt das Lieblingsrezept von Kaiser Franz war, ich bezweifle es. Hier war auch nochmal bei euch. Fazit des Tages. Sehr nass. Ja, wahnsinnig nass. Was ich schön fand, war diese Schutzhütte, dass wir dort auf andere Wanderer getroffen haben und uns mit denen so ein bisschen ausgetauscht haben. Ja, und man muss auch sagen, dass eigentlich auch ganz cool war zu sehen, wie der Regen nochmal die Landschaft verändert, weil die Flussdurchquerung war natürlich dadurch noch spektakulärer. Die ganzen Wege musste man ausweichen und es war halt Abenteuer pur. Auch wenn es halt schon zum Schluss echt hart war, muss ich sagen. Zumindest für mich. Also, okay. vor allem, wenn man weiß, dass man dann halt irgendwie noch ein nasses Zelt aufbaut und dann alles Nasses so im Zelt hat. Ja. Auch das Laufen durch dieses Tal fand ich landschaftlich schon schön. Ja. Und auch die Küste war schön zu sehen heute. Aber ja, es war ein bisschen viel Regen. Also es regnet jetzt seit so circa 10 Uhr und jetzt haben wir 19 Uhr. Regnet es eigentlich durch, ohne Pause. Und der Boden ist auch schon gut gesättigt, also jeder Schritt, den man Gras macht. Das heißt, wir werden heute früh ins Bett gehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hoffen, jetzt die Prognose sah für morgen mit 40% schon echt besser aus. Morgen nur noch 40% Regenwahrscheinlichkeit, heute waren es 100%. Ja, also ich hoffe mal, dass es dann morgen besser aussieht. Gute Nacht. Nacht.